Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd, meine liebe Geschwister im Islam. Ich möchte heute über den Schlüssel für das Paradies sprechen, liebe Geschwister. Ein sehr, sehr wichtiger Hadith bei Imam Tirmidhi. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Schlüssel zum Paradies ist das Gebet. Das Gebet ist für dich der Schlüssel zum Paradies. Jetzt müssen wir wirklich uns die Frage stellen, wie viele Menschen auf dieser Erde lassen diesen Schlüssel liegen und verlassen diese Erde? Was kannst du denn dann machen, wenn du in Akhira bist? Oder wie willst du ein Tor öffnen ohne diesen Schlüssel? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass der Schlüssel zum Paradies das Gebet ist, ist automatisch das Gebet der Weg zum Paradies und der Eingang zum Paradies. Einer der wichtigsten Säulen. Ich habe öfters erwähnt, dass die Gelehrten der Aqida sagen, die zweite Shahada ist das Gebet. Eine Ibadah, die wir niemals verlassen und nicht verlassen dürfen. Der Islam baut darauf. Nimm diesen Hadith, um dir das Gebet näher zu bringen, falls du jemand bist, der diese Schlüssel nicht in der Hand hat. Heb diese Schlüssel auf, damit du dann auch, wenn du am Yom al-Qiyamah vor Allah Azza wa Jal stehst, vor dem Tor des Paradies stehst, auch durch dieses Tor gehen kannst. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fiqh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.